Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile, immer noch in der Arch-Nemesis-Liga. Hier immer noch mit der Gabriele Gruftbauer. Ihres Zeichens läuft immer mit Toten rum. Ja, so und, Untoten. Untoten, so. Läuft immer mit Untoten rum. So, und er soll mal tatsächlich eine Aas-Golem-Skelettkrieger-Hexe werden, mit so ein bisschen Zombie-Unterstützung. Und wir hatten hier im dritten Akt aufgehört und laufen jetzt hier einfach mal weiter. So, Jitzer, Metzel, zermalmt. Hat hier zurzeit auch tatsächlich noch das Flammtote mit dabei. So, wir rasseln hier mal ein bisschen was weg. So, können dann aber eigentlich auch tatsächlich mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, ich gebe mal ein bisschen Gas. Bis zu dem nächsten Gebiet. Ja, also ruhig hier ab und zu das Totem aufstellen, Zombie spammen. Ja, dass wir auch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Aber wir könnten da ein bisschen schneller durch. Ich muss mal gucken, geht hier in eine Richtung weiter? So, weil hier geht es eigentlich ein bisschen um den Kampf mit dem Boss hier von dem Tempel. Den wir leider schon kennen, ja. Und das ist eigentlich so der Sinn und Zweck. Und ich rassle jetzt einfach mal ein bisschen durch. Das hier ist übrigens Fesseln der Zeit, wird man langsamer. Ist mit einer der übelsten Geschichten, die einen treffen können. Es gibt später auf dem Atlas auch hier schon mal vielleicht schon mal so ein bisschen in die, ein bisschen vorgegriffen. Weil das Let's Play ja eigentlich nur bis Akt 10 geht. Da ist es so, dass ihr da Modifikatoren auf den Karten habt. Und da kann unter anderem eben auch mal Fesseln der Zeit dabei sein. Das heißt, dann ist man, während man das Gebiet läuft, hat man ununterbrochen, wir können uns eigentlich auch die Belohnung schon mal holen, oder? Ne, können wir nachher. So, wir wollten aber hier auf alle Fälle nochmal einen Stufenanstieg machen. Und ich denke mal, dass wir, weil wir physischen Schaden, oder weil wir physischen Schaden machen, lassen wir doch einfach die Kreaturen nochmal diesen physischen Schaden überwinden. Das finde ich eigentlich ganz gut. Genau. Zeitgleich sind sie noch schneller. Wir haben ja auch noch einen Ansturm zu kriegen. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Also wir bewegen uns jetzt ja Richtung Akt 4. Und ich habe ja gesagt, also Akt 4, Anfang Akt 4, möchte ich gern diesen Punkt haben. Das heißt, wir werden uns jetzt tatsächlich auch diese Punkte hier holen. Und da haben wir natürlich auch schon wieder die Möglichkeit, dann noch was zu erhöhen. Das heißt, die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Stufen gehören dann diesem Bereich und danach schauen wir weiter. Aber das ist so das, was wir als nächstes machen werden. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und jetzt laufen wir runter. Oh. Mal gucken, das ist ein bisschen labyrinthartig. Also wir müssen jetzt einfach hier runter und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie wieder nach oben kommen. Aber nicht die gleiche Stelle, also nicht dahin, wo wir waren. Die sind ziemlich mies hier, die nehmen einen alle auf mal. Und da ist nämlich dann wieder der Vorteil mit dem Sammeln. So, da wollte ich nicht hin, also hätte ich in die andere Richtung laufen können. Aber ich nehme jetzt hier die Abkürzung oben drüber. So, als wäre gar nichts gewesen, ja. So, ganz interessant sind die Totems überhaupt auch, wenn man die vor sich aufstellt. Dann kriegt das Totem, das fängt dann die Projektile ab. So, so ein Profispiel werdet ihr bei mir nicht viel sehen, aber es geht, ja. So, hier geht's nach oben, genau, da wollen wir hin. So, jetzt suchen wir das nächste. So, wir müssen jetzt eigentlich immer wieder weiter nach oben. Ah, das da hinten könnte das... Okay, doch, da geht's noch weiter hoch. Habe ich richtig gesehen. So, aber die sind nämlich ganz schön mies, die Mädels da. Oh, guck mal, wir sind eigentlich gut davor. Wir sind hier gut durchgekommen durch den Tempel. Wirklich fix.
die Gabi wirklich fix? So, ich laufe mal da lang weiter. So, jetzt kommt nachher gleich noch so ein übler. Also da werden wahrscheinlich die Zombies auch nicht lange halten. So, ich laufe mal einfach durch. Fupp. So, wo müssen wir denn lang überhaupt? Weiß das einer? Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das nächste große Tor. Es ist gar nicht mehr weit. Es ist gar nicht mehr weit. Oh. Da noch durch. Und dann sind wir auch schon fast da. Ich wollte eigentlich gar nicht so schnell hierher. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Na gut. Die machen wir noch fertig. Weil es so schön ist. So, Monsterstufe 30. 30 sind wir auch. Also kann jetzt noch nichts meckern. Und latsch jetzt hier einfach mal rein. So, jetzt wären natürlich die Wahlskelette echt traumhaft. Aber wir haben sie noch nicht. Das heißt... Aha. Ach so. So, leider kann die sich ja teleportieren. Also das kennen wir ja schon. Die haut ja einmal ab. Und dann wechselt sie leider auch noch die Gestalt. Und holt sich noch Unterstützung. So, da ist sie. So. Oh, bis jetzt. Da genau. So, hier kann man sich allerdings auch ziemlich gut zum Beispiel einfach hier hinter verschanzen. Ah, die ist auch übel. Also, sie sind eigentlich alle übel. Ist egal wie. Der Kampf zieht sich auch ein bisschen, obwohl es geht. Wir sind eigentlich ganz gut davor. Wir haben ein bisschen Glück. Also, sie ist heute nicht so gut drauf wie sonst. Ja? Habe ich so einen Eindruck. Da ist sie noch. Da. Und? Ich glaube, wir haben sie gleich. So, wichtig ist eben, die Hexe immer ein bisschen rauszuhalten. Die steckt ja leider auch nicht ganz so viel ein. Also steckt gut ein nachher, wenn wir mal fertig haben, aber auch nicht so super gut. So, jedenfalls haben wir sie durch. Das heißt, wir sehen wieder zu, dass wir hier wieder wegkommen. Dann haben wir also den Bereich eigentlich komplett abgeackert. So, jetzt holen wir uns mal die ganzen schicken Belohnungen. So, was wollen wir denn mal haben? Frostwelle wollen wir nicht. Ne? Flammen wollen wir auch nicht. Feuerregen nicht. Kuhnblitz nicht. Blitzlanze nicht. Schemen erwecken könnten wir mitnehmen. Wäre so eine Übergangsgeschichte. Der Schnitter ist auch sehr interessant. Also für die Bosse. Der frisst uns aber nachher die ganzen Zombies ständig auf. Wäre dann auch nur so ein Übergangsding. Seelenriss. Einäscherung. Kinetische Explosion. Auge des Winters. Wollen wir die mal einen Moment mitnehmen? Wir nehmen die mal mit. Ja, wir nehmen die mal mit. So. Und wenn es nur zum Zeigen ist. So, Hager. Gegenstände verkaufen. Also wir haben hier ein bisschen was doch. Also das wollen wir eben eigentlich mal verklopfen. Da ist eine grüne. Er ist auch mit Ausweichwert. Vielleicht liegt es da dran. So, was ist da irgendwas Tolles drauf? Ach, nee, nicht wirklich. Schade. Entschuldigung. So, bei denen bin ich mir jetzt noch gar nicht, also das will ich auf alle Fälle, aber die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die gibt uns natürlich echt viel Energieschild, aber auch nicht viel mehr als die. Und hier haben wir natürlich immer noch das Vierling. Das wäre natürlich wirklich interessant. Rüstung, aber nur, wenn wir jetzt eine super Essenz finden würden und wir würden da auch Bewegungsgeschwindigkeit drauf kriegen, dann wäre das für mich wirklich interessant. Die Rüstung ist hier besser, wir haben Energieschild drauf. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, ein Vierling zu bilden. Das ist ähnlich. Also nicht ganz so ähnlich. Das weiß ich noch nicht. Also das wollen wir auf alle Fälle verkaufen. Das identifiziere ich mal. Guck mal, ist eigentlich nichts dabei. Ne? Also wir treffen nicht keine Gegner. Wir hatten das Leben ist interessant, bisschen Energieschild. Dafür haben wir aber natürlich die Widerstände nicht. Geschick haben wir hier auch drauf.
Ist aber natürlich echt viel Leben, ne? Also müsste mal gucken, ob das vom Geschick her noch hinhaut. So, da könnte man das gut machen. So, wir haben jetzt 7,69 Leben. So, und dann haben wir 8,28. Das ist natürlich, wir haben auch mehr Energieschild. Dafür büßen wir wieder ein bisschen bei den Widerständen ein. 7% zu allen Widerständen. Aber ist okay. Geschick reicht tatsächlich noch für Entweihen aus. Also das heißt, wir könnten theoretisch sogar Entweihen einsetzen. Wenn wir dann eine Fassung dafür hätten. So, aber ist nicht so dramatisch. Also ich brauche jetzt hier auch keine bestimmte Stufe. Ich kann das auch auf Stufe 1 lassen. Ich will eigentlich nur Leichname damit, wenn dann machen. Also von daher ist das schon ganz okay. So, was haben wir hier? 830 Leben ist ja nicht wenig. So, also das wollte ich ja vielleicht gerne einsetzen, weil das einfach ein bisschen besser ist. Bring me back something nice, huh? Und das möchte ich immer aufbewahren. Katsching. So, jetzt ist die Frage, ob wir nicht einfach abwarten. Ja, wir warten ab. Also da ist jetzt nicht viel Leben drin. Die bringen uns natürlich nicht viel. Aber ich denke mal, wir werden noch die eine oder andere magische finden. Ich lege mir die jetzt einfach mal hier mit rein. Nur so für einen Notfall, falls wir nichts Besseres finden. So, die können auch mal weg. Na? So, die lege ich da auch mal rein. Also wir brauchen dafür auf alle Fälle eine Essenz. So, die wollte ich ja sammeln. Wupp, wupp. Das lasse ich da mal drin. Den Schlüssel brauchen wir auch. Clarissa. Where are they? So, hier können wir natürlich, Clarissa ist hier übrigens so der Magierhändler. Das heißt, ich kann natürlich auch hier immer mal wieder gucken, ob sie nicht irgendwie was Tolles hat. Ich könnte jetzt auch wieder zurück in Akt 2 und Akt 1, um einfach mal zu Watch gucken, yourself. dass wir zum Beispiel die Schemen, die wir jetzt Be beschwören so können, dass careful. wir die The eben auch noch ein juggling bisschen jewel for verstärken. piety. So, und dann holen wir uns doch hier mal die Belohnung. Unfortunately, piety was simply a Bam! So, wir wollen die nächsten Punkte. Zack! Wollten wir da anwenden. Machen wir auch. Goodbye. Goodbye. Haben Sie bei dem die Stimme so ein bisschen verändert? Kann das sein? Ja, machen wir mal weiter, was? Also, wir gehen wieder zur Ebenholzkaserne. Weil jetzt kommt hier das nächste Gebiet. So, wir waren ja beim letzten Mal, waren wir ja einfach gerade durchgelaufen. Und jetzt gehen wir hier rüber. So, jetzt machen wir uns erstmal wieder ein paar Zombies. So, das nehme ich mal mit, das nehme ich auch mal mit. Wegen dem Verkaufen. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar Zombies. So, und jetzt liegen hier noch welche. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eben Schemen zu machen. So, wir können jetzt momentan maximal zwei Schemen machen. So, Schemen. Mit Schemen sind wiedererweckte Gegner. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel auf den und dann drücke ich jetzt hier an der Stelle die A-Taste, solange bis er rot leuchtet. Ja, durch das A. Und da kann ich auch immer sehen, was das genau ist. Ich kann das auch so, ich kann das auch so. So kann ich mir Gegner aussuchen. Ich könnte jetzt auch einfach nur, ich mache jetzt einfach mal nur Schemen erwecken. Dann nimmt er mehr oder minder zufällig ein. Und wenn ich aber mit A einen auswähle, dann kann ich mir auch einen speziellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier, statt jetzt dem Soldat, könnte ich natürlich hier lieber vielleicht den Elite-Soldat nehmen. Und wenn ich jetzt eben zeitgleich T drücke, dann erwecke ich den. So, die begleiten mich jetzt. So lange, bis sie eben tot sind. So, es gibt ja durchaus Schemen, die einen unterstützen. Also es gibt ja auch Schemen, die zum Beispiel eine Aura haben. Gibt Schemen, die bestimmten Schaden machen. Die Gegner verfluchen und Zauber sprechen. Was auch immer. Da kann man natürlich schon relativ viel mitmachen. Wir lassen die trotzdem außen vor. Wir haben natürlich immer ein bisschen das Problem, dass die Fassungen irgendwo begrenzt sind. Also wir wollen natürlich die Aasgolem haben, wir wollen die Zombies haben, wir wollen die Skelette haben. Wir wollen natürlich auch, dass die möglichst stark sind, das heißt möglichst viele Unterstützer-Gemmen haben. Dann wollen wir noch ein bisschen was in Verteidigung machen. Da brauchen wir noch ein paar Tools, also wie jetzt zum Beispiel das Sammeln. Und dann sind natürlich irgendwann einfach auch die Fassungen begrenzt. So, und dann, wenn man dann zu viel macht, ist es zwar interessant, also man kann in dieser Konstellation schon ganz gut durchkommen auch. Also mit den Schemen. So, wir suchen das Gebiet mal ab. Ihr seht schon, hier finden wir wieder eine Aszendenzprüfung in dem Gebiet. Die müssen wir unbedingt machen, bevor wir in den Turm gehen. Also nein, könnt ihr auch später machen, aber es macht Sinn, die zu machen, bevor man in den Turm geht.
So, da haben wir ja den netten Wegpunkt. Kutsching. Ja, ich hetze dich doch gar nicht so doll. Ich finde das noch eigentlich ganz angenehm. So, hier findet ihr, in diesem Gebiet findet ihr die Bibliothek. In der Bibliothek wartet eine optionale Quest auf euch. Wenn man diese Quest erfüllt, dann findet ihr da drin, also ihr findet Ziosa da drin, der gibt euch diese Quest. Wenn ihr die Quest erfüllt, verkauft er euch alle Gemmen, die man bis dahin freispielen konnte. Also auch die, die zum Beispiel ein anderer Typus freispielen konnte bis dahin, auf die wir gar keinen Zugriff hätten. Die können wir dann da kaufen. Wir können auch die kaufen, die, wo wir jetzt zum Beispiel, die wir nicht freigespielt haben, weil wir eine bestimmte Quest nicht gemacht haben. All das kann man dann bei Ziosa kaufen. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt noch irgendwie sagt, ich hätte jetzt hier zum Beispiel, mir fehlt jetzt hier noch, ich hätte jetzt vielleicht schon einen Fünfling und jetzt fehlt mir hier noch irgendwie was. Und da gibt es also wirklich interessante Geschichten. Kreaturengeschwindigkeit, Kreaturenschaden, Skelette beschwören. Und da fehlt mir jetzt noch irgendwie was, könnte ich mir das da besorgen. Ich könnte zum Beispiel mal gucken fürs Heilige Flammentotem, wenn ich jetzt irgendwo so ein Dreiergestirn hätte, könnte ich zum Beispiel einfach mal gucken, ob es da nicht noch irgendwie was Passendes gibt. Da können wir das Flammentotem nämlich auch nochmal auf der Stelle ein bisschen verstärken. Zusätzlicher Totemschaden etc. Also da gibt es ja diverse Gems. Das könnte man eben an der Stelle machen. Dafür muss man hier reingehen und muss die im Prinzip eigentlich nur diese optionale Quest eben erfüllen. Ich lasse die jetzt mal weg, weil ich brauche jetzt momentan da keine Gem. Deswegen laufe ich da jetzt einfach mal dran vorbei. Ich würde mir das unter Umständen nochmal anschauen. Was ich aber machen könnte, da habt ihr überhaupt recht. Bei Ziosa ist ein Portal, falls wir das später mal brauchen, da brauche ich die Bibliothek nicht wieder suchen, dann haben wir zumindest das Portal schon mal. Das ist eine sehr gute Idee. Guter Einwand, Leute, guter Einwand. Also machen wir das auch. So, das heißt, ich laufe nur bis Ziosa, hol mir die optionale Quest gar nicht. So, vielleicht verlaufe ich mich auch noch ein paar Mal. Bis wir die Rosa finden. Ja, nur so zum Spaß. Na, komm. Lauf, Gabi, lauf. Das sind so üble Gestalten. Da, haben wir sie schon. So, da seht ihr auch schon, die Rosa leuchtet auf. So, ich schnapp mir nur den Wegpunkt und dann gehen wir wieder zurück. Dann nehmen wir nämlich das, was da eben gerade gefallen ist. Da, der Gelehrte, nehmen wir mit. So, das war eine Weissagungskarte. Bei den Weissagungskarten ist das so, dass man immer die sammeln muss. Gibt ganz viele verschiedene. Und ihr könnt oben sehen, da seht ihr immer die Nummer 1 von 3. Ihr braucht immer 3, dann habt ihr einen vollständigen Stapel. Und, ja, normalerweise müsst ihr die Navali verkaufen. Navali gibt es aber in dieser Liga nicht mehr. Seit diesem Patch. Ich weiß aktuell gar nicht, wem man die Karten verkaufen muss. So, da gibt es in Akt 4 so einen Heini. Der nimmt sie auch. Also nur für einen Notfall. Aber ich glaube mal, dass man die auch irgendwo anders loswerden kann. Ich weiß nur gerade nicht wo. Ja, und wenn man die dann dahin gibt, dann bekommt man das Ergebnis. Also in dem Fall sind das ja 40 Identifikationsrollen, die man dann kriegen würde im Austausch dafür, dass man die gesammelt hat. Es gibt viele verschiedene. Müsst ihr so selbst gucken. Also da kann man sich auch die Truhe, also gerade Einsteiger, die jetzt auch noch keine Truhen gekauft haben oder vielleicht auch erfahrene Spieler, die keine Truhen kaufen wollen oder. Also Truhenfächer, es gibt ja spezielle Truhenfächer dafür, dass die nicht so die Kisten vollmüllen, weil diese Karten müllen schon ganz schön die Kisten voll. Ihr könnt die natürlich auch versuchen, über den Spielhandel zu verkaufen. Es gibt ja einige, die da auch einen gewissen Gegenwert haben. So, weil wenn man dann nachher irgendwie 40 verschiedene hat und nicht einen Stapel, dann sind so die Standard-Truhenfächer ratzfatz voll damit.
So, wir suchen. Wir suchen die Aszendenzprüfung. Und da hinten ist so ein komisches Buch. Und ich würde fast vermuten, dass wir da die Aszendenzprüfung finden. Genau, da ist sie auch. Oh, Entschuldigung. Genau. So, da hinten ist übrigens auch eine Anfertigungsoption. Könnt ihr da wieder sehen? So, da kommt man gut durch mit diesem Bewegungszaubern. So, oder man rennt einfach durch. Ah, erwischt. So, man stirbt glücklicherweise nicht gleich. So, und jetzt könnt ihr sehen, wir haben sie alle vollständig. Ja, macht meine Zombies fertig. So, wir haben sie alle vollständig. Das heißt, wir könnten jetzt in das Labyrinth vom Lord. Wir gehen da auch rein, versprochen. Aber noch nicht jetzt. So, der Lord ist ganz... Oder das Labyrinth, so der Haken an dem Labyrinth ist, dass man das ja leider nur... Wenn man dabei stirbt, dann ist man tot. Ah, guck, hier ist die Pflaume. Da geht das übrigens um diese Quest von Captain Fairgraves. Da soll man diese Pflaume suchen. Und die findet man in diesem Gebiet. Ich nehme die mal nicht mit. Ich weiß nicht, was ich mit ihr soll. Weil ich ja auch die Quest nicht angenommen habe. Diese optionale. So, für die Einsteiger, ja, die Geschichte mit Ziosa, muss ich vielleicht nochmal erwähnen. Also, man bekommt später nochmal wieder die Möglichkeit, diese ganzen Gem oder Zugriff auf diese ganzen Gem zu erhalten. Deswegen nehme ich die jetzt nicht mit. Weil ich denke mal, wir werden so ein bisschen umbauen, werden wir dann zum späteren Zeitpunkt. Also ich denke mal, das ist jetzt früh genug. Also für mich. So, Einsteiger sollten sowieso jede Quest, ne? Jede. Leute, nehmt jede Quest mit. Oh, wir sind, glaube ich, da, wo wir hinwollen. Da haben wir diesen riesengroßen Schlüssel gefunden. Und dann reisen wir in das Zepter Gottes. So. Machen wir erst noch einen Stummelsteg. Must come down. So, jetzt haben wir das Problem. Also, guck mal, jetzt erhöhen wir zum Beispiel bei den Golems. Wir haben noch gar keine. Wir machen es nur schon, damit wir uns so ein bisschen vorbereiten für das Labyrinth. So, hier laufen wir jetzt durch. Also, hier geht es jetzt tatsächlich auf den Weg zum Boss von Akt 3. Hier müssen wir nur immer höher. Immer höher. So, ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Ich hoffe, auch Gabi ist schwindelfrei. Gabriele. Gruffmauer. Ist sie schwindelfrei? Wir werden es herausfinden. Hier ist ja noch nett. Gibt viel Schlimmere. Oh, wo man so richtig schön in die Tiefe gucken kann. Puss. So, wir könnten mal wieder zur Abwechslung ruhig mal wieder ein paar Zombies, ne, oder? Ich glaube schon. So, die Zombies stecken jetzt auch echt noch nicht viel ein, ne? Also, die müssen wir noch ein bisschen... Die werden noch. Keine Sorge, die werden noch. Die kommen noch. Die werden ihren Wert auch noch mehr als genügend später mal beweisen. Also, das ist schon ganz gut. Deswegen nehmen wir sie auch mit. Außerdem, ihr seht, die sind auch immer ganz fleißig, ne? Rasseln immer alles weg, so. Hilft uns wieder beim Stufenanstieg. Da ist der Weg vor uns. Wupp. Oh. Aber wir wollen den Boss noch. Eine Portalrolle. Meine. Tada. Guck mal, da geht schon wieder weiter. Geht hier viel zu schnell? Ich finde das viel zu schnell immer. So. Das obere Zepter. Oh. Hat der Zombie auch gesagt. Oh. So, was haben wir hier? Gebietsstufe 33, wir sind 31. Wir könnten jetzt ruhig ein bisschen langsamer machen. Und nochmal ein bisschen was mitnehmen. So, wobei man ja fairerweise sagen muss, die helfen uns gar nicht. Da fällt mir ein, wir haben auch gar keine Schemen mehr. Das heißt, wir machen uns auch mal zwei neue Schemen. Nehmen wir auch noch mit. So, können wir ja alles brauchen.
So, bei den Schemen ist das übrigens so ähnlich wie bei den Zombies. Das heißt, wenn ich jetzt wieder Schemen erwecken drücke, dann... ist das quasi so, dass wir uns dann das nächste Biest als Schem holen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den zum Beispiel, ich warte mal, bis er weg ist. So, jetzt könnte ich mir den natürlich, jetzt ist nur die Frage, welcher war's? Zaubert Blitznova, das ist doch ganz gut, oder? Den nehmen wir mal mit. Haben wir noch irgendeinen anderen? Zaubert Blitznova? Ne, wenn, nehmen wir schon. Da, Gruppenraserei bei Ton, Zaubert und Kreatur nehmen wir mit. So, und dann machen wir noch wieder ein paar Zombies. So, ich glaube, das wird oben auch ein bisschen übel werden. Ich glaube, das wird ein bisschen übel. Aber macht nichts. So, wir haben das Flammtotem ja immer noch. Blindes Vertrauen. So, das ist natürlich schon ganz cool, ne? Weil jetzt haben wir da zwei Schemen, die so ein bisschen so die Blitznova zaubern. Das ist echt gar nicht schlecht. So, ich laufe trotzdem weiter. So, hier oben, da lässt man die Adelstochter raus. Also für diejenigen von euch, die ganz neu dabei sind, am Anfang könnt ihr ja nur aus 6 Klassen auswählen. Später sind 7, da ist ja die Adelstochter noch dazwischen. Dafür muss man sie hier einmal befreit haben. Bei mir ist sie jetzt hier nicht mehr drin. Das macht man mit dem allerersten Charm, mit dem man durchläuft. Wenn man bis hier kommt, heißt das, und nicht vorher aufgibt. Und der befreit dann die Adelstochter. Wupp. So, ich hab so... Oh, es geht schon los. Ja, jetzt müssen wir da durch, ne? Es hilft nichts. So, hier ist echt übel. Da runter gucken, ne? Bloß nicht drüber lehnen. Schön drinnen laufen. Schön drinnen laufen. So, der Bosskampf ist schon ein bisschen übler. Was man jetzt zum Beispiel machen kann, man kann jetzt zum Beispiel ein Portal aufmachen. So, da kann man jederzeit durch das Portal verschwinden und landet einmal im Lager und kann natürlich dann sofort wieder hier zurück. Zweiter Vorteil ist eben auch, wenn man stirbt, wobei man hier das meistens nicht so schwer hat, da stirbt man da, da landet man da unten wieder. So, man kämpft hier so erstmal gegen so Diverses. Also, Diverses trifft es, glaube ich, ganz gut. So, sind auch so ein paar wirklich kräftige, unangenehme Zeitgenossen dazwischen. So, oh, Hauptjob ist natürlich immer ein bisschen ausweichen. Und dabei immer wieder versuchen. So, ich werde jetzt hier einfach mal so beliebige Schemen mitnehmen. Skelette natürlich. Und natürlich immer das Totem wieder rein. So, also hier kommen wir wirklich nur mit den Skeletten weiter jetzt. So, den Blitzgefunkel hier ein bisschen ausgewichen, ja. Au, oh, oh. So, der ist natürlich auch echt übel. So, wir werden unsere Kollegen mal ein bisschen anheizen. So, wir hätten jetzt natürlich das Totem noch ein bisschen verstärken können, zum Beispiel. Na, bei Siosa. Die Zeit hätten wir uns vielleicht nehmen sollen, aber ich glaube, es läuft ganz gut. So, Lebenstränke habe ich natürlich keine mehr. So, aber wir so langsam, aber sicher, muss jetzt ein bisschen Geduld mitbringen. Oh, der macht aber auch böse Schaden. Wir müssen jetzt erstmal einen, ja? Wenn wir einen haben, dann wird es natürlich auch danach ein bisschen leichter. So, die Zombies, die Skelette halten sich natürlich auch nicht so super lange. Weil der sie ganz schön wegrasselt. Ich denke mal, dass der einen guten physischen Schaden raushaut. Oder was auch immer für einen Schaden. So, und wir wollen natürlich auch nicht so gerne hops gehen. Das heißt, wir weichen den so ein bisschen aus.
So, das Schöne ist eben, Skelette sind immer irgendwie da. Mana-Probleme haben wir nicht. So, ich hätte ja gern den als erstes. Irgendwie ein bisschen weg. So, bleib doch ruhig ein bisschen stehen. So, guck mal, ganz langsam, aber sicher. Rasseln wir ihn weg. Also es wird nachher noch ein bisschen schlimmer, ja? Also das ist jetzt noch... Das sind noch die Netten. Ich bin mal gespannt. So, ich finde aber auch, wenn man so eine Untotenhexe spielt, ja, ist gar nicht so schlimm, wenn man auch mal stirbt. Ja, gehört irgendwie dazu. Die muss ja auch sich ein bisschen so in ihre Untergebenen mal so reinversetzen können. So, ich glaube auch, wir haben ihn gleich. Nummer 1 ist gleich weg. So, dann wird es ein bisschen leichter. Also ein bisschen. So, am nervigsten, ja, ich bin mir noch gar nicht sicher, wen finde ich jetzt noch am nervigsten? So, eigentlich die Truller, die hier die Totems aufbaut. Ich muss bloß mal gucken, wo sie ist, da. So, die nehmen wir dann als nächstes aufs Korn. So, ich weiß allerdings gar nicht, wo sie ist. Das macht es ein bisschen schwierig. Da, das ist er. So, leidet sie ein bisschen? Ne, sie leidet gar nicht. So, da hat das Totem natürlich jetzt nicht mehr genug Wumms. Wir können uns auch erst mit dem Typen anlegen, der hier so diese... So, aber wenn wir da natürlich drinne sind, genau zwischen diesen Totem. So, guck mal, hier haben wir diesen Lebenstrank, der rettet mir jetzt gerade einen Arsch. So, ach, der Vorteil ist übrigens, wenn wir jetzt durch das Portal laufen sollten, ja, dann A, sterben wir nicht, und B, füllen sich alle unsere Fläschchen auf. Also Leben, alles, ja. Aber das ist quasi alles auf Anfang, wenn man so will. Guck mal, wir kriegen sie mal doch. So, ich glaube, das war sie, oder? Wo ist der letzte Kollege? Da. So, das könnte jetzt ein relativ leichtes Spiel werden. Also in Anführungszeichen. Er macht zwar alle unsere Kreaturen immer wieder platt, aber wir haben natürlich immer den Vorteil jetzt. So, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel hinter unser Totem stellen, kann er uns eigentlich nicht viel. So, den haben wir. So, die kann ich leider nicht... Aber da. So, auch die... So, ein Zombie haben wir schon mal. Ich versuche noch ein paar Zombies aufzutun. So, und dann haben wir nämlich das Gleiche, dass wir uns erstmal hier... Und der eine macht echt, ich weiß gar nicht, wer das genau von denen ist, aber einer macht von denen echt fiesen Chaos-Schaden. Gar nicht schön. So, ruhig mal 9. Da, der ist echt übel. So, aber da halten sich meine Kreaturen jetzt gerade echt wacker zum Beispiel. So. Oh, das war echt eine fixe Runde, habe ich so den Eindruck. So, jetzt kommt er noch. Er ist der Schlimmste. Ja, er ist der Schlimmste. So, können wir noch einen Zombie dazu? Und vielleicht noch...
So, alles, guck mal. Ach, gar nicht. Das war am Anfang tatsächlich ein bisschen schlimmer, ne, oder? Also das Schöne ist natürlich, dass wir nicht direkt rein müssen. So, gut, die Zombies büßen das jetzt gerade ein bisschen. Vorsicht. Oh, da ist er. Ja, wer hat da jetzt auch mit gerechnet? So, hätte ich gewusst, dass du kommst. Hätte ich Kekse da. Natürlich die Vergifteten. Oh, das war sehr unelegant von mir. Ganz schnell weg. So, ich laufe einfach ein bisschen rum, ja. Guck mir mal die Gegend an. Och, schick. Ach, hier war ich ja noch nie. So, hier gibt es bestimmte Stellen, so wie jetzt hier zum Beispiel, wo man sich natürlich schon mal ein bisschen... Aber er teleportiert sich natürlich auch immer mal ein bisschen ran, ja. Und einfach das Totem schon aufgebaut. Der lumpt der. So, und... So, ich habe ein gutes Gefühl. So, wenn er da landet, ja, dann sind wir schon ganz gut davor. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man in dieser Kuppel bleibt. Weil außerhalb dieser Kuppel gibt es so einen Blutregen. Und wenn der einen erwischt, dann erfängt man oder kriegt man Blutungsschaden. Also physische Schaden über Zeit. Ganz fies, ist auch mehrfach gestapelt. Also man verreckt elendig. Es sei denn, man hat ein Fläschchen dabei, das den Blutungsschaden stoppt. Hat man aber meistens nicht. So, jetzt könnt ihr sehen, hier draußen dieser Blutregen. Total übles Ding. Wusste ich am Anfang nicht. Und bin dann immer schön hier ein bisschen rumgerannt. Und habe mich immer gewundert, wovon ich eigentlich gestorben bin. Mit einmal, es ging dann eben so... So, jetzt haben wir auch Blutungsschaden, aber das ist nur der normale. So, eigentlich, also wir haben ein bisschen gebraucht, ja, aber eigentlich gut gelaufen. Ja, wir sind nicht gestorben. Was ich gut finde, das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit und dann quatschen wir doch die alle mal an. Na gut, vielen Dank. So, dann landen wir im Aquädukt. Das heißt, liebe Freunde, wir sind jetzt durch mit Akt 3. Jetzt beginnen wir den Akt 4. Jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen entspannt. Wir wollen mal gucken. 33. Wir sind 31. Wir laufen jetzt ganz entspannt in der nächsten Folge allerdings. Über das Blutaquädukt. Dann machen wir die erste Quest. Dann sollten wir unsere... Ich weiß gar nicht genau, wann wir die Golem kriegen. Wir müssen mal gucken. Aber ich glaube, nach der ersten Quest bekommen wir die Golem. Und dann wäre eigentlich auch schon fast... der Lord dran. Also, wir schauen uns das Ganze an. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.